Hallöchen, liebe Bastelfreunde, Sebastian hier von Devon Models. Willkommen hier zur nächsten Videofolge für den Trabanten 601 Deluxe aus dem Hause Rachette. Wir werden im ersten Teil des Videos den zweiten Koffer fertigen, ne, den wir zum Schluss des letzten Videos ja angefangen hatten mit dem ersten Koffer und dann in den Ausgaben 112 bis 115 werden wir ja die nächsten Teile für die Seitenwand unseres Anhängers machen. Wenn ihr da Spaß dran habt, lasst gerne ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. Über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. So, ihr Lieben, also den Koffer habe ich schon mal zusammengebaut. Ne? Das ist ja, denke ich, selbsterklärend hier mit den Scharnieren. Und dann können wir den schon auf den Trabi oben drauf, den Gepäckträger mit drauf packen. Und wenn ich den Text in der Anleitung richtig gelesen habe, ist das Modell des Trabanten jetzt fertig. Ne? Also da kommt, glaube ich, nichts mehr dazu. Das geht jetzt, glaube ich, in den letzten Ausgaben rein, nur noch um den Anhänger. So, ich habe jetzt hier, seht ihr schon, ein bisschen einen Wirrwarr angerichtet, weil ich nämlich die ganzen Bauteile schon rausgesucht habe. Oder ausgepackt, besser gesagt. So, aber eins nach dem anderen. Wir haben jetzt hier so ein kleines Plättchen und das soll man hier mit diesem eingravierten Schlitz nach innen hier oben auf diese zwei Löcher drauflegen und hier mit den AP-Schrauben einmal sichern. So, das war die 113, dann geht es weiter mit der 114, da kommt jetzt die linke Innenwand bzw. hier ein Polster und da gibt es hier ja, einmal das Polster, dann hier so ein Winkelstück und Schrauben CP. So, und wir sollen jetzt mal schauen, wir haben jetzt hier unterhalb des Fensters haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben, Schraublöcher und hier dieses Bauteil ist auch hier so ein bisschen abgeschrägt, das sehen wir auch hier als Wiederholung an der Wand. So, und dann kriegen wir das jetzt hier, müssen wir ein bisschen seitlich reingucken, dass wir die Löcher treffen. So, dann drehen wir das rum. Legen das hier einmal ab und ziehen jetzt hier die Schrauben ein. So, ich mache jetzt noch eine rein zum Fixieren und zeige ich euch noch eben, wo das andere Stück hinkommt. So, dieses Bauteil, also natürlich müssen wir die anderen vier Schrauben auch noch reinmachen, mache ich aber gleich hinter der Kamera. So, dann kommt jetzt hier noch dieses Stück und das soll mit der breiten Seite Richtung Fußboden und dem schmalen Ende Richtung Fenster jetzt hier einfach nur daneben in die Löcher so eingesteckt werden. So, damit wäre die Ausgabe 114 auch fertig und genau, schauen wir uns mal kurz die 115 an. Das Ganze habe ich hier schon vorbereitet und zwar gibt es nämlich hier einen Drahtstift oder ja, ein Draht eigentlich, dann die zwei Stück Gardinen, die werden einfach hier aufgefädelt und dann wird das Ganze einmal hier passenderweise in dieses Plastikteil eingehangen und ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass die offene Naht, also da wo es umgeklappt und genäht ist, dass das nach innen kommt, weil das sieht man ja später nicht mehr. Denn wenn ich das andersrum machen würde, ihr seht schon hier am Abschnitt, das würde man dann quasi von außen sehen. So, und dieses Bauteil, das setzt man jetzt einfach hier über diese drei Löcher hier so ein. Und
dann schauen wir mal, weil hier jede Menge CP-Schrauben dabei sind. So, genau. 1, 2, 3. Okay, also eine noch. Und dann muss ich doch erst fix die hier einschrauben. Denn wir brauchen danach die Außenwand, sehe ich gleich. Sehe ich gerade. Und das zeige ich euch dann mal kurz. So, also die eine noch hier. Dann mache ich jetzt eben die und hole dann die Außenwand kurz ran. So, also, da ist jetzt die Außenwand und der Form halber sehen wir jetzt schon, dass wir hier diese Schrauben hier passen direkt alle aufeinander. Das heißt, wir können schon grob an denen orientieren. Legen das Ganze jetzt hier einmal auf. Und dann sollte es auch hier bei den anderen Löchern überall einrasten. Und dann fangen wir mal an. Wir sollen als erstes hier 1, 2, 3, 4 mal das Ganze hier oben das Fenster drumherum befestigen. Wahrscheinlich damit die Fensterscheiben drin bleiben in der Form und nicht rumfliegen. So, und dann werden wir jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Schrauben einsetzen und dann ist unsere erste Seitenwand schon fast fertig. So, ihr Lieben, und damit haben wir tatsächlich schon die erste Seitenwand, ne? Die linke, dann noch von außen. Die ist jetzt, denke ich, soweit fertig. Da kommt, glaube ich, nichts mehr großartig dran. Ja, legen wir beiseite und da wird es wahrscheinlich in einer der nächsten Ausgaben dann mit der rechten Seitenwand weitergehen oder halt auch mit hinten oder vorn des Anhängers. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da wieder reinschaltet. Wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und sagt daher Tschüss und bis zum nächsten Mal.